Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading der US-Session. Und das machen wir hier meistens Donnerstag mit Marc Pötter. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit für uns gefunden hat und auch Lust hat, hier mit FXWelt die Veranstaltung zu machen. Und selbstverständlich freue ich mich, dass Sie hier live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWelt. Wir schauen zunächst einmal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was heute gezeigt wird, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Da ganz wichtig. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es sich um ein Live-Trading handelt. Ansonsten gebe ich sehr gerne den Bildschirm jetzt weiter. Diese Woche war ja die eine oder andere Bewegung durchaus drin. Ich bin mal gespannt, was gleich passiert. 16 Uhr haben wir aus den USA noch wichtige Zahlen. Und von daher wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, Nelson, danke dir für die nette Einführung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Marc Pötter, mein Name, will mich ganz kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen sollten. Ich bin nicht von FXWelt, ich habe eine eigene Firma Smart Markets, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, Indikatoren entwickeln, Handelssysteme und dergleichen. Ja, das ist also der Schwerpunkt firmenmäßig und privat ist es so, dass über 90% meines Geldes in Aktien liegt für die Altersvorsorge. Und von daher sind das die beiden Themen, die mich interessieren. Ich ja, bin studierter Diplomkaufmann und zertifizierter Analyst, aber man kann mich auch von der einen oder anderen Veranstaltung kennen. Aber das genug zu mir. Wir wollen direkt mal reingehen in die Märkte. Ganz interessant. Ja, wir wollen uns als erstes mal den DAX anschauen, weil da haben wir nämlich ein neues Allzeithoch gehabt. Noch nicht allzu lange her. Da nämlich hier, das war Montagmorgen. Und wir pieksten einmal kurz ins Allzeithoch rein, um dann komplett abverkauft zu werden. Ja, also das ist dann immer was so ganz interessant ist, dass man, dass Leute auf der einen Seite bereit sind, dann Höchstpreise zu bezahlen, aber dann urplötzlich sich das Blatt wendet und es mal dann so runtergeht. Von daher hat halt auch tatsächlich so höhere Hochs immer ganz interessante Gelegenheiten, wenn man doch sagt, ich will mal irgendwie Short reinkommen, wo man mit einem relativ engen Risiko reinkommen kann. Dann gestern eigentlich so ein bisschen eine Konsolidierung und ja, jetzt bin ich mal im Prinzip auch gespannt. Jetzt sind wir ja seit gestern in so einer kleinen Range und können wir schon vorstellen, dass wir jetzt auch hier aus der Range wieder ausbrechen werden. Ne? Wir haben es in der Vergangenheit häufig so gehabt, dass wir gerade nach so einem sehr starken Abverkauf und einer kurzen Pause, dass es dann erstmal wieder raufging. Ne? Aber die Vergangenheit ist ja leider nicht die Zukunft. Und von daher müssen wir einfach da mal schauen, wie es gleichzeitig sehen wird. Ne? Ich warte ja mal ganz gerne die Marktöffnung ab, dass man einfach so ein bisschen den Impuls sehen kann, wohin es gehen könnte. So, dann gehen wir einmal jetzt hier auch noch zum nächsten. Dow Jones, ja, den ich auch gerne im Daytrading handle. Da ähnlicher Abverkauf. Aber da war es halt vorher ein kleines bisschen anders. Jetzt sind wir hier ein bisschen. Nee, auch da sehe ich, hatten wir das Allzeithoch gehabt. Na, aber halt ein paar Tage vorher. Ne? Also da war dann nicht nochmal dieser kleine Piekser drüber, wie wir das im DAX hatten, sondern ein paar Tage vorher. Im Nasdaq müsste das Bild noch ein bisschen anders aus. Aber wir sehen hier, ja, Tagesschart natürlich noch relativ gut und da auch auf dem Allzeithoch gewesen. Und jetzt nochmal wechseln eben zum Nasdaq, der ja eigentlich mittlerweile wahrscheinlich sogar schon mehr beachtet wird als der Dow Jones. Dow Jones, also für mich, als ich gelernt habe, ganz, ganz klassisch eigentlich so mit der wichtigste Indikator, war halt im Prinzip nie so der wichtigste Index, wo sich Fonds draufgestürzt haben, einfach weil er nicht kapitalgewichtet ist, aber zumindest so in der Nachrichtenpräsenz fand ich immer, war der Dow Jones doch schon, sagen wir mal, der Klassiker so im amerikanischen Börsenwesen. Mittlerweile denke ich so Nasdaq sogar noch ein bisschen wichtiger, weil da die großen Schwergewichte von den Tech-Werten drin sind, die einfach von der Marktkapitalisierung ja viel, viel höher sind als die meisten Werte im Dow Jones. So, gucken wir nochmal hier rein. Da gehen wir mal aufs Tagesschart. Ne? Hier seht ihr nämlich, dass im Nasdaq sieht es anders aus. Da waren wir nicht jetzt hier vor kurzem auf dem Allzeithoch. Ja, da sind wir sogar, ne? Da müssen wir sogar ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wir wissen ja, dass wir von der Trendtheorie her das höhere Hoch brauchen, dass wir sagen können, der Trend setzt sich fort. Wir sehen jetzt hier, dass wir hier natürlich ein fallendes Hoch haben. Was ganz gut war vorher, dass wir zumindest hier noch ein steigendes Tief hatten, weil sonst wäre sogar für mich jetzt hier
definitiv auch schon der Short-Einstieg da. Ne, weil wenn wir sehen, dass wir hier ein tiefes Tief hätten, das wäre dann die erste Indikation gewesen. Dann sehen wir, dass hier das Hoch quasi nicht zugekauft wird, wird abverkauft und dann könnte man tatsächlich sogar hier mit dem roten Indikation des Indikators Short einsteigen. Ja, so bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Ich sagte ja, ist halt gerade noch so einem Tag starken Abverkauf, dass wir dann sogar eher von der Wahrscheinlichkeit her häufig zugekauft werden. Ja, und deswegen, das müssen wir gleich mal schauen. Wollen aber auch dann hier wieder auf die 5 Minuten zurückgehen. Und wir haben jetzt noch 7 Minuten und 45 Sekunden bis zur Markteröffnung. Ja, von den Daten her ganz interessant. Wir haben ja jetzt auch morgen dann noch die Non-Farm Payrolls, also die amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Das ist auch etwas, was auch viele jetzt noch abwarten wollen. Der ISM-Index und generell der Einkaufsmanager-Index in den USA, der war halt am Montag relativ schlecht. Deswegen sind die Märkte nochmal weitergefallen. Nach meiner Meinung nach sind sie nicht nur deswegen gefallen, weil es fing ja schon mittags an und da hatten wir noch im Prinzip gar keine Daten aus den USA. Die haben das dann meines Erachtens eher halt noch verstärkt. So, wir können mal hier reinschauen eben. Ja, hier sehen wir, dass die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, die waren besser als erwartet. Also es wurden weniger Anträge gestellt. Ja, also von daher, das ist im Prinzip schon mal eine positive Nachricht. Es ist ja immer so ein bisschen bei den Arbeitsmarktberichten, da kursieren jetzt auch ja, ich weiß nicht, ob es tatsächlich Nachweise sind oder Gerüchte sind. Ich weiß nicht, Nelson, ob du das mitbekommen hast, aber dass die Arbeitsmarktzahlen in den USA massiv geschönt sind. Und dass die tatsächlich dann im Nachhinein noch nach oben korrigiert werden. Ja, wie gesagt, ich weiß da nicht 100%, ob quasi diese Korrektur richtig ist, weil halt einfach Zahlen zeitverzögert reinkommen oder aber ob das halt tatsächlich jetzt eine Manipulation ist. Ne? Also wird auf, wenn man also auf X, also ehemals Twitter schaut, da sprechen auch immer viele vermeintliche Experten davon, dass es manipuliert ist. Ich persönlich einfach so aus dem Bauch heraus finde immer, wenn sowas oder ne, ich sag mal, wenn man da schon so öffentlich drüber sprechen kann, dass es manipuliert ist, na, so einfach macht man es eigentlich halt nicht. Also, ne, wenn ich Zahlen manipulieren will, dann würde ich es ja nicht so machen, na, dass das halt jeder nachvollziehen kann und dass man das dann auch öffentlich sehen kann, weil dann bringt es mir wiederum nichts. Ne, weil alle Informationen, die öffentlich sind, sagt man ja, sind in der Börse eingepreist. Ich weiß nicht, Nelson, kennst du dich damit ein bisschen aus, da mit diesen Manipulationsvorwürfen, ob da was dran ist oder nicht? Ja, da, also tatsächlich gibt's das ja schon länger. Man begründet das ja immer, dass es ja fast immer eine Korrektur gibt von den Zahlen vom Vormonat. Genau. Und dann gibt's das ja auch nochmal saisonal bereinigt und. Also ist schwer zu sagen von außen. Allerdings, was tatsächlich gängige Praxis ist, zum Beispiel ganz bekannt bei den Inflationszahlen, da geht man auch mal gerne hin und verändert die Zusammensetzung. Dann entscheidet man, ja, was ist jetzt noch relevant und wichtig und ändert dann die Faktoren. Und dann bekommt man natürlich auch ein anderes Bild gezeigt. Und da gibt es auch den Vorwurf, es wird dann geändert, wenn es dann darum geht, dass es in eine Richtung gelenkt werden soll. Aber gut, wir werden, also du und ich, wir werden es nie herausfinden. Ja, aber da bin ich ja auch der Meinung, also das ist ja mit so einem Warenkorb, ne? Natürlich, wenn ich in dem Moment, wenn ich die Miete oder halt die Energiepreise höher gewichte, da habe ich eine höhere Inflation, als wenn ich das nicht mache. Ich hatte mal einen Vortrag auf einer Messe, da habe ich exakt das gesagt und da saß dann eine von der EU drin aus dem Ministerium, hat mir heftig widersprochen, dass das also nach ganz klaren Regeln geht und dass das also manipulationssicher sei und so, aber sie konnte mir nicht mal ansatzweise belegen, wie das denn manipulationssicher ist. Also ich bin da auch eher deiner Meinung, aber auch da, ne, wir gucken ja immer nur vor die Stirn und nicht hinter die Stirn. Also wir wollen da ja auch keinem irgendwas unterstellen, ist ja jetzt nur unser persönlicher Eindruck dann hier. So, gucken wir jetzt mal im Prinzip weiter rein. Na, aber halt nochmal, dass wir da die, dass wir da quasi die Anknüpfungspunkt finden. Es ist halt weiterhin für die Notenbanken immens wichtig, wie sieht es aus mit der Inflation.
Ja, einfach weil natürlich die meisten Notenbanken, bis auf die japanische Notenbank, die hat die Zinsen angehoben, kurioserweise, zumindest für die meisten Carry-Trader. Aber die anderen Notenbanken, die möchten Zinsen senken. Die EZB hat jetzt auch schon angekündigt, dass die Zinsen auch nochmal senken wird. Und die amerikanische Notenbank will ja jetzt im September auch die Zinsen senken. Und dementsprechend ist das natürlich, können sie natürlich nur argumentieren, wenn natürlich auch die Inflation entsprechend niedrig bleibt. Ja, und das ist halt Preise und Arbeitsmarktdaten ist ein sehr, oder das sind die zwei wesentlichen Faktoren im Bereich Inflation, ja, zusammen mit den Energiepreisen. So, jetzt haben wir noch etwas mehr als 2 Minuten. Ja, auch mal hier direkt. Achso, vielleicht noch ein kleines Zwischenfazit. Also Dow Jones, starker Aufwärtstrend. Wir sehen es hier bis auf den einen Tag. Das gleiche gilt für den DAX, weil wir davor das Allzeithoch hatten. Ja, und nur im Nasdaq im Prinzip sieht es halt anders aus, weil wir da noch gar nicht hier auf dem Allzeithoch waren. Ne, und eigentlich hier sogar schon längere Tage im Prinzip runterging. Ne, also da haben wir übergeordneten einen etwas anderen Trend. Da sieht man also auch, dass die Tech-Werte schon relativ losgelöst sind, sonst von dem allgemeinen Marktgeschehen, wie die normalen Value-Aktien laufen. So, machen wir auch wieder 5 Minuten. Hast du das Fragefenster offen? Da kam eine Frage rein. Ach so, ja, mit Gold mache ich gleich gerne. Jetzt noch einmal eben, weil wir jetzt in 1,5 Minuten die Markteröffnung haben. Und ich könnte mir Folgendes vorstellen, das hat man auch von Muster häufiger, zumindest nach meiner Perspektive, dass wir, wenn wir hier sowas haben, das einfach so eine Unterstützungszone, nenne ich es mal. Das ist jetzt keine exakte Unterstützung hier unten, aber diese Zone, die wurde jetzt schon sehr häufig angetestet. Ja, und da möchte ich mich schon darauf konzentrieren, weil bei solchen Sachen gehe ich fest davon auf und spekuliere ich gerne drauf, dass wenn wir uns diesem Tief hier nähern, dass wir dann zumindest mal das tiefere Tief sehen. Ja, das hat man häufig gerade in so einem Abwärtstrend, ja, dass dann halt nochmal zumindest das tiefere Tief kommt. Entweder geht es dann halt nach unten weiter durch, wenn die Stimmung schlecht ist, oder aber dass halt zumindest nach dem tieferen Tief das dann erst hochgeht. Ja, also von daher gerade im Nasdaq, wo wir hier in den letzten Tagen im Abwärtstrend sind, da würde ich auch dann ganz gern drauf spekulieren, dass ich dann mit einer Short-Position irgendwo hier unten, wenn es Richtung Tief geht, reinkomme. Und dann gehen wir gleich, wenn wir auf jeden Fall noch Zeit haben, auf Gold ein. Wir sehen halt auch, dass hier Dow Jones Chart, Nasdaq Chart, die laufen halt teilweise wirklich ganz, ganz anders. So, gehen wir mal hier ein bisschen näher rein. Das sowohl, ja, als ich das besser sehen könnt. So, Markteröffnung ist da. Ja, ist auch für uns hier ganz, ganz interessant, ist der Pivotpunkt. Also auch hier oben sieht man ja sehr schön, ne, sind sehr schnell Widerstand. Und auch hier zum Beispiel im Dow Jones Pivotpunkt wird angelaufen. Also von daher wäre das mit dem tieferen Tief in den Pivotpunkt rein dann auch eine schöne Umkehr. Aber tatsächlich würde ich gerne, wenn er hier unten drunter geht, dann sogar erstmal den Short-Einstieg handeln wollen. Ja, weil gerade wenn er 3-4 Mal in die Nähe von so einer Unterstützung geht, gilt auch andersrum auf dem Widerstand. Das ist immer was, wo ich tendenziell darauf spekulieren will, dass er dann auch durchgeht. Gerade wenn es halt mit dem übergeordneten Trend passt.
Ja, Tesla und Amazon, starkes Opening gehabt, aber ansonsten sehe ich auch viel Grün. Das ist ja schon mal für die Aktien gut. Ich sag mal, so viel Short im Prinzip bräuchten wir auch nicht, wenn er runtergeht. Aber das wäre jetzt tatsächlich so mein Tipp, dass wir noch mal hier runterkommen. Also wäre zumindest typisch. Ja. Natürlich kann der Kurs auch bei den schönsten Signalen immer das Gegenteil machen. Ja, das kriegt man ja auch manchmal mit. Aber wie gesagt, von der Wahrscheinlichkeit ist das etwas, was ich grundsätzlich gerne handle. Aber deswegen halt auch, ne? Deswegen gehe ich jetzt nicht wie schon Short rein, sondern würde halt warten wollen, bis wir uns hier unten dem Tief nähern, ne? Weil dann sollte tatsächlich das Tief also auch den Kurs hier unten wie so ein Magnet anziehen. Dow Jones hier auf der linken Seite wird schon stärker abverkauft. Mal kurz hier vom Fibonacci noch die Bewegung einzeichnen. Dann hätten wir jetzt hier oben. Also hier oben noch den relativ starken Widerstand. Würde ich auch sogar traden wollen hier. Weil ich ja von meiner Meinung her schon stark davon ausgehe, dass wir runtergehen. Gerade auch wenn ich jetzt hier sehe, dass die anderen Märkte runterziehen. Geht aber oben hier runter. Ja, Dow Jones, schon eine kleine Bewegung, über 200 Punkte jetzt. Naja, Wahnsinn, also. Ja, passt. So, jetzt mal sehen, ob er noch hier oben hinkommt oder nicht. Ist immer noch hier diesen Wirrwarr drin. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich reinkommen hier in Nasdaq.
Ask-Preis war schon drüber, bitte nur nicht. Jetzt. So, Take Profit würde ich hier unten auf das Pivot setzen wollen. Ja, zieh das mal durch. Ich fand halt hier, dass der DAX auch schon wieder hochzieht, aber der Dow Jones nicht. Ja, kämpft noch. Nur der Widerstand da, der muss jetzt halten, hoffe ich. Nein, mein lieber Mann, wie der hochzieht. Ja, ansonsten Gold noch nicht viel gemacht, um da auch nochmal anzuknüpfen. Bitcoin ist gestiegen seit der Eröffnung, Öl ist leicht runtergekommen. Ja, schon mal Gold hier auch, dass wir das vielleicht so parallel gucken können, dass wir unsere Märkte hier im Blick behalten können. Ja, das ist hier der langfristige Goldchart. Also wir sehen, dass es mit zwischenzeitlichen Korrekturphasen aber immer weiter raufgeht. Und tatsächlich wird also auch halt Gold gerade bei den institutionellen Anlegern immer wichtiger. Ja, also ich weiß es auch von ein, zwei Family Offices, dass die sehr, sehr große Positionen aufgebaut haben in Gold. Und das ist eigentlich das, was wir seit 2021 sehen. Also wenn man sich mal ein historisches Goldchart anschaut, dann ist es so, dass wir von 1980 bis 2000 haben der Goldpreis -50% gemacht. Seit 2001
Da wurde das, die Goldanlageklasse für Institutionelle interessant. Und seitdem geht eigentlich Gold halt im Prinzip langfristig hoch. Ja, also von daher, unabhängig jetzt mal von so kurzfristigen Schwankungen, aber ist es also tatsächlich so, dass da viele, viele Gold quasi weiter halt nachfragen und auch immer viele größere Trader sonst tatsächlich Gold aufbauen, ob es jetzt mal über Wertpapiere ist oder auch viele sogar, dass sie sich physisch halt Gold kaufen. Ne, bei Silber ist es auch so. Also von daher gerade halt auch, wenn wir dann hier kurz vor so einem Allzeithoch sind, ich bin immer ein Freund davon, nicht zu überlegen, ist das jetzt exakt der Wendepunkt, sondern solange der Trend intakt ist, wird und auch so die fundamentale Story ist meines Erachtens intakt, sollte halt Gold auch mittelfristig weiter steigen. Interessant halt auch, dass das Gold weiter steigen konnte, obwohl die Zinsen angehoben worden sind. Na, weil eigentlich sagt man immer, dass halt Gold eher sinkt, wenn die Zinsen angehoben werden, weil ja Gold keine Zinsen bringt. Na, das heißt, also, wenn ich in der Goldanlage keine Zinsen bekomme und ich kann auf dem Sparbuch jetzt aber mehr bekommen, dann schichten typischerweise Leute um. Das ist nicht passiert. Na, das heißt also auch sogar durch die Zinsanhebungsphase hat sich Gold gut gehalten und Gold wird natürlich jetzt noch mal attraktiver, wenn die großen Notenbanken die Zinsen senken sollten. Ja, also auch da haben wir also fundamental schon eigentlich einen sehr schönen Fall, dass man das also auch von daher Gold kaufenswert ist. DAX gucken. So. DAX will ich long handeln. Steige ein. Und wenn ich jetzt hier von dem Smart-Trend-Indikator grünes Licht bekomme, wir sind auch wiederum hier oben am starken Widerstand. Ja, Märkte ziehen jetzt alle hoch, also sowohl Nasdaq ja sowieso jetzt gerade, Dow Jones, aber auch DAX. Und ich sagte ja auch, ich gehe schon davon aus, dass wir nach diesem stärkeren Abverkaufstag, dass wir eine Gegenbewegung bekommen. Ich hätte halt darauf noch spekuliert, dass wir nochmal das Tief und Tief sehen. Und das hat er leider nicht gemacht, aber trotzdem ist ja jetzt noch die andere Story intakt. Muss der DAX natürlich noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja, macht er noch nicht.
US-Dollar und in dem Fall dann natürlich auch der Dollar. Seit der Öffnung nicht viel passiert. Gold kommt jetzt etwas runter. Ja, da ist auch nicht so viel, das stimmt. Gold kann man mal gucken. Auch wenn wir hier in 5-Minuten-Chart gehen. So, wo ist der DAX hier? Ja, Wahnsinn, hier. Eins, zwei, drei, vier, zum fünften Mal immer noch nicht durch. Wahnsinn. Aber wie gesagt, das ist ein Setup, was ich gerne handle. Und wie gesagt, ja, das kann im Prinzip immer nie passieren, dass der Kurs dann auch zum sechsten, siebten Mal nicht durchkommt. Aber die Wahrscheinlichkeit die ist einfach nicht hoch. Na, und das ist natürlich auch das, was ja auch das Daytrading, die Strategiefindung schwierig macht. Ne, dass man, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich, dass ich ein gutes Handelssignal habe und trotzdem zeigt der Markt mir jetzt, hätte er eigentlich im Prinzip perfekt Short reingehen können. Ne, aber trotzdem muss man dann halt ja sagen, okay, wenn ich das aber 10 Mal handle, dann werde ich halt in der Mehrzahl der Fälle den Ausbruch sehen und halt nicht den guten Short-Einstieg bekommen. Ja, und das ist halt das, was das Trading schwieriger macht. Ja, einfach weil halt das, was der Kurs macht und wie das Signal ist, das läuft nicht parallel. Ich kann also leider nicht sagen, oh ja, ich sehe, dass der Kurs fällt, ich hätte halt Short einsteigen sollen. Ja, zumindest nicht von der Wahrscheinlichkeit her jetzt auf eine Vielzahl von Trades gesehen. Die Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global, die gerade rauskamen, obwohl sie schon die finalen waren, haben nach oben überrascht. Ja. Also eigentlich im Prinzip gut, weil der ISM-Index, der war ja schlechter als gedacht am Montag. Und er hatte auch tatsächlich auch eine höhere Gewichtung in den USA. ISM, ja. Also ich weiß, dass man da auch als institutioneller Kunde, beziehungsweise als Kunde, der viel Geld hat, kann man da sogar die Daten, meine ich, also quasi die Herausgabe der Zahlen einkaufen, dass man die 2 Sekunden früher bekommt. Ich meine, das war der ISM-Index. Also von daher, weil die einfach auch so eine hohe Gewichtung haben, sind da Händler, die sehr, sehr schnell handeln, tatsächlich auch dann dran, dass sie dafür viel Geld bezahlen, dass man Informationen einfach ein paar Sekunden früher kriegt, um die halt ausnutzen zu können. Heute mit der Technik alles möglich. Ja, Tesla heute sehr stark, schon fast plus 5%. Oh, sehr gut. Nicht durch Tesla ab, aber natürlich grundsätzlich freue ich mich, wenn Tech-Werte steigen. DAX will nicht rauf. Ja, Hast du schade. bei Nvidia nochmal nachgeschlagen? Nee, nee, nee. Die ist sehr, sehr hochgewichtet. Also, nein, nee, nee. Also das reicht mir.
Ich habe jetzt nochmal, ich bin eingestiegen bei Cloudflare. Cloudflare ist im Prinzip der Weltmarktführer im Bereich Website-Sicherheit. Also das ist im Prinzip, das siehst du relativ häufig, wenn auf eine Webseite kommt, dann steht da drauf, warten Sie mal kurz, wir müssen ein Genau. paar Sicherheitschecks durchführen. Das ist im Prinzip Cloudflare und Cloudflare ist auf den unter den 1000 größten amerikanischen Unternehmen schon bei über 30% installiert. Nicht billig, die Aktie, ja, also es ist kein Value-Wert, aber ich bin schon ein Freund davon, halt von so Weltmarktführern, die eine beherrschende Stellung haben, weil ich halt damit der Meinung bin, die sind dann auch in der Lage, später nach und nach die Preise anzuheben. Ja, ich glaube, jeder, der im Netz surft, der hat die Seite schon mal gesehen. Alles so ein bisschen Lauerstellung gerade, ne? Ja. Also ja, DAX, schade. Also da hätte ich mir wirklich schon vorstellen können, dass wir da im Ausbruch sehen. Aber wir sehen eigentlich jetzt nach der Öffnungskerze viel mehr im Prinzip danach kam nicht. Ja, es kann halt viel kann auch sein, dass tatsächlich dann viele Marktteilnehmer noch warten bis morgen oder so. Und das ist ja leider das, was man dann nie so genau einschätzen kann. Wann kommt der große Ausbruch, wann kommt er nicht. Ja, aber das ist auch, ja, wie gesagt, das ist im Prinzip normal, dass man da ab und zu mal rein muss. Und natürlich in der guten Zeit, da kommt man häufiger gut rein, und in der Zeit, wo es nicht so läuft, da kommt man halt häufiger schlecht rein. Ja, Gott, genau, seitwärts hat den ersten Anschwung heute Morgen. Aber auch hier im Gold zum Beispiel sieht man schön die Pivotpunkte, also auch entsprechend interessant. Intraday, ja, auch hier geht's rauf, wird erstmal abverkauft. Hier sieht man sehr schön, wie der Pivotpunkt angenommen wird. Also das sind einfach Sachen, die man gut nutzen kann. Ist ein Indikator, den habe ich früher kaum benutzt, mittlerweile inzwischen tatsächlich relativ viel, oder hatten aber zumindestens immer drin, um so ein grobes Grundgerüst zu haben für den Tag. Mal eben. Genau, das müsste dann jetzt hier, also das ist jetzt der Dienstleistung, ja. Ja, in 4 Minuten, da bin ich mal sehr gespannt. Ich war gerade irritiert von den 31 Minuten noch. Ja, ich auch, deswegen habe ich mal gemacht, aktualisieren. Ich dachte eigentlich, dass ich Investing hier automatisch aktualisieren würde, aber anscheinend hier nicht, sondern nur hier auf der rechten Seite.
Mastek zieht aber sein Programm durch, ne? Ja. Mal kurz mal hier nochmal gucken. Mal auch in so ganz, ganz viel Seitwärtsphase. So, etwas über 2 Minuten haben wir noch bis zum ISM-Index. Also nochmal wichtig, vielleicht das Missverständliche war eben, es gibt halt zwei Ausprägungen vom ISM-Index. Am Montag, den ich meinte, das war der Einkaufsmanager-Index. Und heute ist dann der ISM-Dienstleistungsindex. Das gibt dann da gibt zwei von. Also deswegen nicht wundern, wenn man das dann doppelt sieht. Das hat seine Richtigkeit. Genau, für das verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung. Am Dienstag war das, weil Montag war ja Feiertag in den USA. Sorry, richtig, Dienstag, ja, genau. Ja, aber da sieht man mal, wenn der Feiertag ist, dann hat man den Tag direkt als Sonntag gestempelt. Genau, Ja. natürlich, ja, am ersten richtigen Handelstag wieder, ja. Frage, gibt es bei euch im Nasdaq einen Sell Stop, den wir sehen? Also Sell Stop, meinst du damit eine Einstiegsorder Short, wenn es runterkommt? Also der klassische Sell Stop oder was meinst du damit? Erstmal nicht. Also ja, einfach halt, also zumindest nicht für mich. Ja, der Nelson, der ist ja selber ein professioneller Händler an der Eures gewesen, also und da kann er auch gleich seine Meinung sagen, aber für mich persönlich nicht. Einfach Oh, halt, Zahlen sind raus. weil wir im Prinzip jetzt hier hochgehen, also ich müsste zumindest erstmal jetzt wieder irgendwo eine Trendumkehr sehen, dass ich definitiv hier Sell rein würde. Also, oder sagen wir so, selbstverständlich bleibt es für mich dabei, wenn der Kurs hier runterkommt, sich dem Tief nähert, ja, dann, wie gesagt, wenn er jetzt hier nicht durch wollte, dann beim nächsten Mal, was ich eben sagte, dass das Setup bleibt. Ja, also da würde ich einiges dann darauf setzen, dass er hier in dem Bereich, also sagen wir mal, wenn man vom Fibonacci her ausgeht, wir setzen das mal hier so auf die Strecke. Ne, im Prinzip, wenn er hier unter die 23 geht, na, da wäre für mich ein Short-Einstieg. So, ich guck mal eben schnell die Zahlen. Besser als erwartet, 51,5, ja, also 0,1 verbessert. Man dachte sogar, es würde schlechter werden. Das ist natürlich schon mal ganz gut, weil ja auch gerade der große Abverkauf am Dienstag kam ja da, dass man sagte, die Wirtschaftsdaten werden schlechter. Und von da sind natürlich ja diese Einkaufsindizes sehr gut. Das ist ja eine Befragung, also von Einkäufern, von Einkäufern, von Dienstleistungsgesellschaften, eine Umfrage, wo man halt dann fragt, wie schätzt du es ein? Ja, sind eure Aufträge, sind die gut, sind die schlecht? Und da kann man dann Kreuzen machen. Also von da ist schon ein Stimmungsindikator. Und das ist natürlich immer so ganz gut, ne? Wenn die Stimmung besser wird, ist das natürlich auch tendenziell dann auch für die Wirtschaft gut.
Ja, wenn man sich die untergeordneten Faktoren sich anschaut, also sind leicht inflationär, leicht gestiegen, Price paid, Beschäftigung ist runter, aber neue Aufträge erhöht. Ja, oh, DAX ist natürlich ärgerlich hier. Ich stopp mich ziemlich punktgenau raus und dann steigt er. Ah, jetzt zieht auch der Dow Jones nach. Ja. Gold kommt auch runter. US-Dollar kommt runter, beziehungsweise Euro-US-Dollar kommt runter. Naja, und wenn das ganze Geld jetzt wieder in Tech-Aktien fließt, dann muss ja irgendwo herkommen. Jo. Interessanterweise Microsoft und dergleichen alle noch nicht so groß positiv. Ne? Aber kommt vielleicht noch. Nvidia aber heute mal wieder im Plus, Marc. Kannst du Ja, das kannst ist wieder gut. lächeln. Da kann ich lächeln, ja. Bleibe ich auch bei, also mal für die Leute, die es hier interessiert. Ich finde, die Zahlen waren absolut top. Klar ist das so in dem Moment, wenn man immer sozusagen der Superstar ist, irgendwann meckert das Publikum und sagt, also jetzt hast du aber nicht nochmal 10.000% draufgesetzt, aber Zahlen sind gut. KGV ist hochgerechnet fürs nächste Jahr bei irgendwie 37 oder sowas. Also in keinster Weise hoch, wie ich finde, für so eine Wachstumsaktie. Also da wird sich, wie man im Prinzip so schön sagt, oder in meinen Augen, na, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe ja da auch keine Glaskugel, aber in meinen Augen wird sich der Kurs der günstigen Bewertung oder dem weiteren Wachstum anpassen. Und deswegen sehe ich persönlich da halt auch noch weiter Potenzial und bleib da auch im Prinzip voll dabei. Also da wäre mir zum Beispiel halt eher, wenn ich dann sehe, dass ein Procter und Gamble, was eine sehr gute Aktie ist, aber die haben halt auch schon 28er KGV. Die wachsen ja bei weitem nicht wie Nvidia, die ein 37er KGV hat, ja, oder Nestle, die 22er KGV haben, aber eigentlich im Prinzip so hat jetzt teilweise Schrumpfen im Markt. Okay, ja, aber von meiner Seite, ich habe jetzt keinen konkreten Einstieg. Wie gesagt, irgendwo einen Ausbruch zu handeln wäre für mich interessant gewesen. Jetzt im Nasdaq nachzuspringen oder hier nachzuspringen, erstmal nicht. Na, da würde ich zumindest warten wollen, irgendwo, dass man mit einem Rücksetzer reinkommt. Ja, also ich bin kein der Freund, der jetzt, wenn er so angestiegen ist, dann hier zu kaufen. Kann sein, dass das jetzt im Prinzip weiter steigt, aber ich muss ja auch irgendwo meinen Stop-Loss hinsetzen, um dann halt wieder irgendwo ein vernünftiges Chancenverhältnis aufzubauen. Na, das sehe ich jetzt also zumindest für meine Setups bei diesem Kurs nicht. Ja, nee, von daher, ja, schade mit dem DAX. Also, ja, zumindest jetzt auch jetzt hier schon 0,7 R oder sowas vorne. Aber wenn er halt natürlich ein knapper Ausstopp, dann klappt das halt so leider nicht. Also von meiner Seite bin ich dann soweit durch. Danke auf jeden Fall euch allen für eure Zeit, fürs Zuhören. Hoffe wie immer, dass man zumindest ein paar Einblicke, ein paar Gedanken, was ja immer, finde ich, wichtig ist, ne, wie man so vorgeht, dass man jeder so einen Einblick bekommt. Ja, auch wenn natürlich leider nicht jeder Trade aufgeht. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Morgen 14:30 Uhr, das sind ja die amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Also das wird mit Sicherheit auch noch einen richtigen Wumms geben in die eine oder andere Richtung, je nachdem, wie die ausfallen. Ich glaube, da gucken aktuell viele drauf jetzt diese Woche. Ja, schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank, Marc. Hast alles schon gesagt. Viel Erfolg morgen dir und natürlich Ihnen auch. Vielen Dank für die Teilnahme.
Noch einen erfolgreichen Tag und am 19. geht es hier weiter mit Marc zusammen. Also bis dahin, alles Gute, gute Trades. Bye bye.